und dann auch nachgeschoben und Detailverbesserungen gemacht, weil natürlich je nachdem, wer die Repair gemacht hat, dass man dann einfach den gleichen Stil überall drin haben, von die Sachen aufgebaut sind und die richtigen HTML-Tags verwendet werden, also ein bisschen weniger Diffs und ein bisschen mehr Meaningful-Geschichten, bin ich jetzt auch noch jetzt gerade dran, aber es sind wirklich zum Teil recht große Sachen gemerged worden. Ich will auch ein paar Sachen ganz schnell teilen. Generell ist es so, dass wir jetzt auch schon angefangen haben, Geschichten im einen Blogartikel zum Beispiel anzufangen als Template. Aber was wir zum Beispiel eingebaut haben, ist das Menü. Guck mal, ich glaube, das haben wir hier drin, genau. Wo man jetzt schon sieht, wie es dann mal kommen wird. Also wo man ein bisschen sieht, klar, den Screenshot hier ein bisschen ignorieren. Aber wo man halt sieht, ja, die Community-Themen, das helle Menü, wo für den Developer mehr ist. Und diese Produktthemen, wo dann eben dunkel sind, das ist alles optimiert. Genau, dass viel, viel im Hintergrund passiert und ganz viele kleine Präsentations-Item sind da entstanden. Also von einem ganz kleinen Teil, wo nur ein animierter Pfeil ist, bis eben dieses ganze Template, bis über halt so diese Personenkarten, wo man kennt, Text, Bild, Geschichten, also ganz einfache Geschichten, bis ein bisschen komplexere Geschichten, wo sich die Leute durchklicken können und schauen können, ja, okay, was sind da diese Highlights und so weiter und so fort. Also wir haben quasi alles für Figma genommen, was wir gefunden haben und zum Teil auch ein bisschen mehr einfach mal gemacht. Mal ge gesagt, done is better than perfect, wenn uns das Design ge gefehlt hat und das einfach gebaut. So, und das ist eigentlich die letzte Woche passiert, dass wir halt viel reviewed haben, verbessert haben, angepasst haben, Detail angepasst haben von all diesen Sachen, wo es da schon gegeben hat. Und das ist jetzt auch momentan, wo ich jetzt gerade dran bin, eben noch kleinere Details anpassen, dass man wieder diesen Standard, dass man sagen kann, jetzt kann man wirklich wieder weiter Sachen bauen mit diesen Presentation Components, die wir zur Verfügung haben. Genau. Wie ihr seht, alles aufgebaut mit Monocle, jedes einzelne Ding, dass man das dann auch später sauber testen kann, anschauen kann und auch so ein bisschen als Referenz, dass man sieht, wie verwende ich das Teil. Und das wird dann jetzt in die verschiedenen Node-Types gegossen. Genau, das war's. Ja, In der Kurzfassung. mega, mega cool. Gibt es irgendwelche Fragen? Genau, wenn jetzt Leute zum Fragen kommen, dann müsst ihr hier hinterkommen, bitte, Oder wollt ihr weil noch mehr sehen, oder? genau, damit ihr genau, also es gab Szenenapplaus, das hast du jetzt noch nicht gehört, John. Das muss ich jetzt nochmal sagen. Genau, also wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen oder Wünsche oder noch was sehen wollt, kommt mal kurz hierher, bitte an den Rechner hier hinten, weil das ist der Rechner, wo John euch auch sieht dann und auch vor allem euch hört. Hallo John, das hast du toll gemacht. Dann wirst du auch nicht ausgelacht. Nein, keine Ahnung. Ja, will jemand sonst noch was sagen? Nino, komm. Nein, also ich hatte mich anfangs im November-Sprint, glaube ich, auch mit diesem Header beschäftigt, mit der Navigation. Ganz kurz, dann habe ich aufgegeben. Das ist ja ultra komplex mit diesem ganzen Hilfe und Gotteswillen und dies und das. Und dass du das dann noch animiert hast, heiliger Bimbam. Also vielen Dank. Oder ich weiß nicht, wer das jetzt von euch beiden gemacht hat, aber ich habe gehört, Laura hat da auch viel gemacht oder auch nicht. Jedenfalls vielen Dank euch beiden. Und deiner Vorarbeit und was auch immer. John, haben wir inzwischen genügend Designunterstützung oder fehlen sozusagen weiterhin Designer? Weil es ja sozusagen bei der NeosCon einen oder anderen gab, der Design gesagt hat, er will uns sozusagen zuarbeiten, damit sozusagen die ganzen Elemente, die wir noch brauchen, Presentational Components, auch irgendwie Look and Feel bekommen, dass es vernünftig zum Layout Mal passt. so, kann man immer, also wir können in jeder Hinsicht, alle brauchen Designer sowieso immer. Auch andere Leute, wo dann umsetzen, integrieren. Ich würde mal sagen, gibt jetzt noch ein bisschen Nacharbeit vom Sprint her. Wird dann noch
bisschen Aufräumarbeit geben, weiter natürlich und immer wieder Aufräumarbeiten, dass man die Präsentation quasi durchkämmt, indem man die sauberer hinkriegt und vielleicht eben noch ein paar Animationen reinballert und so weiter und so fort. Aber man hat quasi mal ein Toolset, wo man schon auch sagen kann, das war ein bisschen das Ziel. Jetzt kann man schon anfangen, ein bisschen zu integrieren, also Notetypes, Dokument-Notetypes zu erstellen und quasi mit dem Umbau wirklich anzufangen, damit man dann auch mal in naher Zukunft schon anfangen kann, die aktuelle NEOS-Seite, vielleicht eine zweite Instanz, müssen wir schauen, wie wir es dann machen, aufbaut, dass man die Inhalte übernehmen kann und umbauen kann und umstrukturieren kann, was dann auch eurer Part von eurer Seite her natürlich dann viel zu tun gibt, weil natürlich das große Ziel ist, nach wie vor bis zu der Konferenz da auch eine neue frische Seite zu haben, wo wir dann zusammen den großen grünen oder roten oder was auch immer Button drücken können, dass es live geht. Cool, ja, danke. Genau, von meiner Seite nochmal mega, mega cool auf jeden Fall. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie jetzt so richtig live mal gesehen. Also ich finde es echt super schön, das nochmal so jetzt zu sehen. Und ich sag mal, ich kann mich echt gut daran erinnern, als wir vor ein paar Jahren noch, also vor allem Bastian und ich und Bernhard dann irgendwie so CR vorangebracht haben, irgendwie so allein in unserem stillen Kämmerlein und alle anderen haben alle irgendwas anderes gemacht. Es ist schon manchmal ein bisschen, naja, hat schon seine Durststrecken hin und wieder, aber ich finde es mega, dass er das jetzt so vorantreibt und auch, dass er jetzt auch noch ein paar Leute da jetzt, also jetzt Laura mit eingestiegen ist und so. Also genau, vielen Dank, auch Laura, wenn du das siehst oder hörst. Und, mega cool. Vielen Dank. Sehr cool. Gut, dann würde ich sagen, sind wir wieder ahead of schedule. Danke, John, fürs Zeigen und fürs Demonstrieren. Wir haben jetzt tatsächlich unsere Mittagspause. Ich muss jetzt mal auf die Uhr schielen. 12.40 Uhr haben wir es jetzt. Also ich würde jetzt mal sagen, eine Stunde Mittagspause, also bis 13.45 Uhr. Genau, da gehen wir jetzt oder fahren oder gehen wir alle ins Erdgeschoss. Da ist quasi die Cafeteria. Müsst ihr das Codewort NEOS, nehme ich mal an, sagen. Dann bekommt ihr ein kostenfreies Essen und genau, und dann können wir uns drin oder draußen hinsetzen, müssen wir mal gucken, wenn das Wetter gut ist, können wir uns auch gerne raussetzen, also wenn es warm genug ist, also nehmt euch vielleicht einen Pulli mit und dann können wir noch ein bisschen frische Luft tanken und haben ein bisschen Zeit zum Quatschen und Socializen. Vielen Dank.